Ja, hallo, hier ist der Quert und ich begrüße euch mal wieder zu einem weiteren Video nach langer Zeit auf diesem Kanal, meine Wenigkeit. Und im Hintergrund sieht ihr ein Gameplay nicht von mir, sondern von Cruel Legacy mit viel Lag. Cruel Legacy, hahaha, nein, ach komm schon, der war's doch, bin ich nicht, oh. Egal, aber er heißt ja glaube ich eh nicht mehr Cruel Legacy, sondern seit neuem Sponge Boss MLG oder so, keine Ahnung. Alle Leute benennen sich da und um. Naja, was soll's. Wer das Geld hat. Und wie gesagt, auch schon wieder länger her, dass ich ein Video gemacht habe. Keine Ahnung, in letzter Zeit einfach keine Zeit gehabt. Aber ist ja auch egal. Ich glaube, die Welt schreit nicht unbedingt nach meinen Videos. Also somit, ja. Eigentlich habe ich auch mal wieder kein wirkliches Thema. Naja, Gott, eigentlich schon. Weil ich wollte mal wieder was ansprechen, was mir letztes Mal gekommen ist, nachdem ich Halo ODST gezockt habe. Und bei diesem Thema wird mir sicherlich eine Vielzahl der Leute, die dieses Video sehen, nicht unbedingt zustimmen. Aber was ich mal sehr interessant finde und was ich mal toll fände für die nächsten paar Halos, wäre mal mehr Halos ohne Master Chief. Weil klar, der Chief ist super, der Chief ist toll und man spielt ihn gerne. Aber ich persönlich finde, dass es auch langweilig wird, immer mit der gleichen Person und immer die gleiche Storyline zu haben. Und ich finde das auch, ich finde, dass das Halo-Universum, das ja mittlerweile schon wirklich ein richtiges Universum ist, und eigentlich neben dem Chief da schon deutlich mehr ist, ja, ist auch mal toll, wäre eben eine andere Geschichte angesiedelt im Halo-Universum zu hören, mit anderen Charakteren. Und ich fände auch mal vielleicht mit anderen Charakteren länger als nur ein Spiel lang. Bis jetzt, wenn irgendein Spiel, ein Halo-Game rauskam, ohne Master Chief, war es immer so Reach-mäßig, so, ja. Du lernst in 5 Minuten kennen, dann battlest du eine Stunde die Allianz und dann stirbt er. Und ich, gerade bei Reach, verstehe ich es überhaupt gar nicht. Reach ist wohl mit eigentlich das größte Ereignis in diesem gesamten verdammten Universum. Es wird einfach in einem Spiel abgetan. Ich meine, in Reach ist doch so viel passiert, zumindest kann ich mir das vorstellen. Ich glaube es nicht, dass es einfach nur so, oh ja, eine Schlacht und das war's. Ich meine, bei Reach hätte man noch, das war doch der größte Angriff und das größte militärische Aufeinandertreffen von UNSC und Allianz, ja. Das finde ich hätte doch deutlich mehr als nur einen verdammten Teil verdient. Ich meine, es wird so ungefähr in 5 Minuten abgehandelt, ja, im Vergleich dazu, was der Master Chief den ganzen Tag macht. Und ich finde das schon irgendwie, dafür, dass eigentlich mal verglichen mit dem, was in Halo 1 bis 3 passiert ist, es deutlich weniger ist, was eigentlich im Reach passiert ist, ja, finde ich jetzt zumindest. Finde ich das doch irgendwie schade. Ich fände es nicht mehr cool, wenn man einen anderen Charakter über mehrere Teile eben genauer kennenlernt, weil bis jetzt war eigentlich das größte Problem, deswegen glaube ich, also zumindest glaube ich das halt, das habe ich so oft glaube ich gesagt, na egal. Meiner Meinung nach ist das größte Problem mit anderen Charakteren außer dem Master Chief, dass die meisten finden, ja, mit dem habe ich nicht so viel Verbindung. Nun, das stimmt. Das große Problem, was die meisten Leute, denke ich, vergessen, ist, der Master Chief hatte 3 verfickte Teile lang Zeit, eine gewisse Bindung zu einem aufzubauen, während die meisten anderen Charaktere immer innerhalb von einem verdammten Spiel abgetan werden. Und ich glaube, wenn man eben mal einen anderen Charakter mehrere Teile lang verfolgen würde, der cool ist, also nicht sowas Sarah Palmer-mäßiges, dann wäre das doch meiner Meinung nach sehr wünschenswert und hätte durchaus Chance, auch in gewisser Weise eine Abwechslung zum Chief zu bieten, weil ich finde dadurch, dass wenn man immer wieder die gleiche Person hat, irgendwann tritt halt dieser Fortsetzungswahn ein. Irgendwann kennt man es halt auch schon und die Story wird irgendwann uninteressant, weil man sich denkt, ja, okay, jetzt zieht euch noch was aus dem Arsch und noch was aus dem Arsch und noch was aus dem Arsch. Aber ich finde, ich bin nicht der Ansicht, dass eine Serie irgendwann nicht mehr weiter fortgesetzt werden sollte oder vielmehr ein Universum einfach aufhören sollte. Ich finde, gerade in einem Spieleuniversum, das so detailliert und so viel Hintergrund hat, wie eben
Halo wäre es doch mal möglich, auch andere Charaktere in diesem Universum anzusiedeln und eben mehr darüber diese zu erzählen. Und auch mal in größerem Rahmen und nicht immer nur in einem Spiel. Ja. Zumindest wäre das meine Meinung. Aber nun gut. Ihr könnt mir ja mal drunter schreiben in die Kommentare, wie ihr das fändet. Ich fände das nämlich ziemlich cool. Genauso wie ich es natürlich ziemlich cool fände, eine Fortsetzung von ODST zu haben. Aber ich glaube, das weiß man ja mittlerweile schon. Das habe ich ja schon oft genug gesagt. Nun gut. Vielleicht noch ein paar andere News, zu denen ich meine umstrittene Meinung äußern möchte. Und zwar, ist schon ein bisschen her jetzt, aber Microsoft hat vor einiger Zeit gesagt, dass die Xbox One nicht unbedingt Kinect angeschlossen haben muss. Jetzt wird es hier knapp für Herrn Legacy, weil Team Blau braucht nur noch einen Punkt zum Gewinnen. Ja, genau, mit Antworten, man kann jetzt auch, wenn man die Xbox One hat, die Kinect abschließen und in den nächstbesten Raum legen und sich dann halt freuen. Keine Ahnung was. Falls man Angst vor NSA hat oder was weiß ich, oder die Kinect dafür scheiße findet. Natürlich kamen jetzt auch die ersten Leute, die dann dementsprechend gesagt haben, ja, ist doch ein cool, warum verkauft Microsoft jetzt nicht eine Xbox One mit ohne Kinect? Und hat dann eben den Vorteil, dass sie einfach deutlich billiger ist, weil Kinect ist, soweit ich weiß, relativ teuer, was den ganzen Bundle angeht und macht ziemlich viel von dem Preis der Xbox One aus, der mit 500 € doch gar nicht mal so wenig ist. So, und jetzt meine Meinung, die sicherlich relativ umstritten sein wird. Ich fände das ziemlich scheiße, wenn sie eine Xbox ohne Kinect anbieten würden, eine Xbox One ohne Kinect, weil genau dann wäre es, und jetzt haben die Blauen den letzten Punkt gemacht und ich muss mich beeilen, genau dann wäre die Xbox, die Kinect 2 genauso sinnlos wie die Kinect 1, weil die Kinect 1 wurde nie genutzt oder nie sinnvoll genutzt, meist immer nur als redundantes System bezüglich Controller und so, weil das gleiche, was du mit der Kinect machen konntest, konntest du zumeist auch mit dem Controller machen und meist auch noch schneller und einfacher. Und sie wurde, also meiner Meinung nach, wurde sie nie sinnvoll wirklich genutzt, weil die Entwickler nicht davon ausgehen konnten, dass jeder eine Kinect hat. Wenn jetzt nicht jeder eine Kinect hat, kann man natürlich manche Sachen, wofür die Kinect dann sinnvoll umgesetzt werden würde, für Spieler ohne Kinect nicht spielbar machen. Und genau deswegen war meiner Meinung nach die Kinect 1 so unsinnvoll, weil nun, wer möchte schon, wenn er ein Spiel für die Xbox anbietet, es nur für, also ich meine, wenn man es mit Kinect anbieten will, dann wäre es ja eh schon nur noch Xbox und dann von den Xbox-Nutzern auch nur noch ein gewisser Teil. Anderen Worten, es wäre nicht wirklich Gewinnmaximierung. Und welches Unternehmen macht schon gerne keine Gewinnmaximierung? Also, ja, und somit hätten sie sich damit ins eigene Fleisch geschnitten. Aber jetzt, wenn jeder die Kinect 2 hat mit der Xbox, können die Entwickler davon ausgehen, dass eben jeder die Kinect hat. Und sie diesmal auch sinnvoll verwenden, weil sie nicht befürchten müssen, dass es dann für andere Leute ohne Kinect unspielbar ist. Und das finde ich nicht sehr cool, weil meiner Meinung nach ist die Kinect sehr gut als Unterstützung für den Controller und nicht als Ersatz für den Controller. Und so könnten sich zum Beispiel, nun hat der Controller nämlich einfach nur eine begrenzte Anzahl an Tasten und manche Funktionen könnten sich somit ausgliedern lassen und von der Kinect übernommen werden. Und das finde ich schon sehr cool. Zum Beispiel bei einem Tactical Shooter, oh Gott. Bei einem Taktik-Shooter, dass man dann, was weiß ich, seine Squad-Member mit einer Handbewegung nach rechts schickt oder so. Oder irgendwie Minimap öffnet oder was weiß ich. Egal, denen wird schon irgendwas Sinnvolles einfallen. Und wie gesagt, wenn jeder die Kinect hat, meine ich, dass sie doch deutlich sinnvoller einzusetzen wäre und dann vielleicht auch mal wirklich Spaß machen würde zu verwenden, ne? Und nicht ganz so sinnlos wäre. Naja, nun gut. Das waren meine zwei Gedanken dazu. Also schreibt doch in die Kommentare, was ihr dazu findet, zu den beiden Themen. Also einmal Halo mit anderen Charakteren und einmal Kinect mit Xbox oder ohne Xbox One. Oder andersrum, Xbox One ohne Kinect. Genau. Ja, ciao und tschüss, sagt der Claire.